Ja, ich erinnere noch mal zurück zur Jahreslosung. Die steht im 1. Korinther 16, 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Darüber habe ich vor 8 Monaten gepredigt und mir gedacht, so, ey, wenn ich noch mal zum Predigen eingeladen werde, mache ich dazu einfach eine Reihe. Dann darauf durfte ich dann noch mal vor 6 Monaten predigen. Da habe ich den 1. Korinther 13, 1 bis 8 gemacht und heute beende ich die Reihe und mache den zweiten Teil, 8 bis 13. Ich lese vor und dann bete ich noch und dann beginnt die Predigt. 1. Korinther 13, 8 bis 13. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber, wenn Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber davon, von diesen ist die Liebe. Ja, aber Vater, aber lieber Vater, du bist da und du bist gut. Schön, dass du immer da bist. Schön, dass wir hier sind. Und lieber Vater im Himmel, segne jetzt meine lieben Freunde, meine liebe Freundinnen mit offenen Ohren, mit einem offenen Herzen, mit einem offenen Geist, dass du hineinkommen kannst und deine Liebe ihnen und ihm zusprichst. Denn du bist gut und du bist barmherzig und du bist die Liebe. Danke, lieber Vater. Amen. So, ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass es eine Reihe sein würde. Von Anfang an habe ich mir das schon überlegt. Und somit wusste ich auch schon lange, dass ich diesen Bibeltext nehmen werde und oder diesen Bibeltext heute nehmen werde. Und somit wurde ich in letzter Zeit öfters gefragt, Sönke, über was wirst du denn predigen? Und dann habe ich immer geantwortet, weil ich es ja schon lange wusste, 1. Korinther 13, 8 bis 13. Und dazu sagte ich dann auch auf den Inhalt, ja, es geht um die Liebe. Und dann sagte eine Person, antwortet darauf, ja, hoffentlich wird spätestens du dann liebevoll sein. Das ist sehr frech, so eine Aussage, aber diese Person hatte leider recht. Ja, man kann hier vorne oder allgemein, wenn du eine Predigt hältst, kannst du immer wahrhaftige theologische Kernaussagen treffen, Halleluja, aber sind sie auch in deinem Herzen? Kannst du sie tatsächlich, vertrittst du sie auch, handelst du auch so danach? Deswegen war diese Aussage, diese freche Kommentar von dieser Person, war berechtigt. Ich müsste diese Predigt mir eigentlich jeden Tag selber mir halten, die ich jetzt die nächste vielleicht halbe Stunde halte. Handle ich auch in Liebe? Gehe die Predigt jetzt so durch. Ich lese jetzt Vers für Vers vor, sag dazu was und dann gehen wir so die Bibel durch, die Bibelstelle durch und durch. Also, fangen wir an mit Vers 8. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Die Liebe hört niemals auf. Ja, was für ein Zuspruch. Die Liebe, sie ist lange. Sie ist nicht kurz, die Liebe von Gott. Sie ist nicht der Moment. Es ist nicht nur ein Erlebnis. Es ist nicht nur ein Funkeln. Es ist nicht nur ein Moment. Die Liebe ist lange. Die Liebe ist wie der Segen. Er hält an. Er bleibt. Die Liebe, sie bleibt. Halleluja, Jubilate. Die Liebe hört niemals auf.
wie Gottes Liebe bleibt. Weissagungen sind prophetische Eindrücke, wie Bilder für einzelne Personen oder für die Gemeinschaft, für den Moment oder für die Zukunft. Dann erwähnt er die Sprachen, das ist in Zunge sprechen, die einen oder anderen kennen es. Und Erkenntnis. Erkenntnis ist die Gabe, auf der Welt aus der Perspektive Gottes zu betrachten, das Richtige zu sehen und zu tun, wie zum Beispiel in ein Gleichnis gibt es dazu, zu dem Wort Erkenntnis ganz gut. Das ist der barmherzige Samariter. Der kommt aus einem anderen Volk, aber tut trotzdem das Gute. Er hat ganz klar dieses Erkenntnis. Er tut das Richtige, obwohl das für einen eigentlich für einen Feind ist. Und wenn das wegfällt, bleibt dennoch die Liebe. Amen dazu. 9. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Erkennen und weissagen stückweise. Wir dürfen ein wenig sehen vom Reich Gottes. Das ist ganz wichtig, stückweise. Ganz nämlich sind wir bei Gott noch nicht. Ganz sind wir noch nicht. Wir sind leider noch an unserem Leib. Wir sind trotzdem noch verbunden an unserem Körper. Wir sind leider noch gebunden an dieser Welt hier. Wir sind leider noch gebunden an den Menschen im Hier und Jetzt. Doch diese Liebe, die der Vater im Himmel hat, sehen wir stückweise. Wir haben ein bisschen einen Einblick darauf. Manchmal gibt es solche Momente. Wir können ein bisschen, wie der barmherzige Samariter, sehen, was falsch und was richtig ist. Wir haben ein bisschen, ein Stückweise von Gott schon hier auf dieser Erde. Gott sei Dank. Nämlich, weil Gott ist gut. Amen dazu. Gott ist gut und er kennt uns Menschen ganz genau. Und er möchte von seiner Macht uns was zeigen. Er ist noch nicht ganz da, wir sind noch nicht ganz bei Gott, aber er möchte uns Zeichen, er handelt in Zeichen und Wundern und deswegen glauben wir überhaupt an Gott. Ein Gott, der nichts bringt, ein Gott, der nichts macht. Den werfen wir schnell weg. Ein Götze werfen wir schnell weg, weil er bringt nichts. Gott zeigt aber seine Macht ab und an. Genau. Und ich benutze die Schlachter 2000 Übersetzung. Und dazu ist es ganz cool, da tun die manchmal Bibelstellen hinzufügen zu dem, was man da steht. Und das Erstaunliche ist, bei diesem Vers 9 jetzt, was ich vorgelesen habe, zu diesem Stückwerk, kam Hiob 11, 7 bis 9 dazu. Und das lese ich jetzt vor. Das ist ganz, ganz erstaunlich. Also, 7. Kannst du die Tiefe Gottes ergründen oder zur Vollkommenheit des Allmächtigen gelangen? Sieh es himmelhoch. Was willst du tun? Tiefer als das Totenreich. Was kannst du wissen? Ihre Ausdehnung ist größer als die Erde und breiter als das Meer. Ebenso gab es dazu noch eine Stelle, die verwiesen hat, zu Prediger 8, 17. Ich lese vor. Da sah ich an dem ganzen Werk Gottes, dass der Mensch der Werk nicht ergründen kann. Das geschieht unter der Sonne. Obwohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, so kann er es nicht ergründen. Und wenn auch der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es dennoch nicht ergründen. Und jetzt ist die Frage, warum tut die Schlachter 2000 Übersetzung mir diese Texte vorschlagen? Ja, meine liebe Freunde, es geht um ein Thema, das ist das Thema Demut. Die Thema Demut. Wir haben stückweise Erkenntnis und können stückweit prophetisch reden. Weil, meine lieben Freunde, Gott gütig ist und sich zeigen möchte.
Nicht, weil wir toll sind, nicht, weil wir es gelernt haben, nicht, weil wir so viel spenden, sondern weil wir demütig, und dazu habe ich ein anderes Bild, mit gesenktem Haupt, wie die Frau, dank dir, wie die Frau mit dem teuren, vollen Alabasterölfläschchen vor Jesus tretet und ihm seine Füße damit wäscht. Demütig, mit gesenktem Haupt treten wir vor Jesus. Das ist unsere Haltung. Das ist unsere Haltung, die wir haben und haben sollten, stückweise zu erkennen, wie Gott uns sieht. Und zu dem Erkennen komme ich später nochmal dazu. Das ist nämlich auch ein Schlüsselbegriff. Vers 10. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Das Vollkommene ist noch nicht da, meine lieben Freunde, das wissen wir. Das Vollkommene ist die Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Oder wenn wir sterben und direkt bei Gott wohnen können, dann sind wir im Vollkommenen. Das ein bisschen Erkenntnis oder Eindrücke, das ist ganz schön toll. Aber es wird weggetan werden und dann werden wir ganz bei Gott sein. Und dann müssen wir nicht nur, haben wir nicht nur ein Stückwerk, dann haben wir nicht nur noch ein bisschen, sondern sind wir ganz bei Gott. Dann müssen wir nicht nur ein bisschen prophetisch reden, dann müssen wir nicht nur ein bisschen wissen, was gut, was falsch ist, sondern wir sind dann ganz bei Gott. Wir wissen absolut, was gut ist. Und das Vollkommene, was hier Paulus anspricht, ganz arg wichtig. Es gab in dieser Zeit in Korinth, gab es die Auslegung, dass Jesus wieder gekommen ist. Genau. Das Wiederkommen Jesus Christi ist schon vollbracht. Und in diesem Vers, deswegen ist es auch ein einzelner Vers, muss das Paulus ganz arg betonen, weil damit dieser Irrglaube aufhört. Dieser Irrglaube, Jesus ist schon wiedergekommen. Paulus musste das ganz arg dringend unterbinden, dass dieses Glauben, dass Jesus schon wieder zurückkommt und dass sie mit ihren Fähigkeiten, diese Gaben, die Gott ihnen geschenkt hat, dass sie damit schon gezeigt haben, das Vollkommene ist da. Also Jesus ist auf dieser Erde. Und das war gut, dass Paulus das unterbunden hat und diesen Irrglauben gestoppt hat, denn wir wissen, Paulus hatte recht. Vers 11. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Unmündig. Nicht die Gaben, die der gnädige Herr mir geschenkt hat, danach strebe ich, sondern ich halte eifrig daran fest, dass die Liebe ist, an der ich festhalten will. Das macht einen reifen Christenmenschen aus, würde Luther sagen. Ein reifen Christenmensch hält an der Liebe Gottes fest. Denn wir wissen ja, laut Vers 1, die Liebe bleibt. Die Liebe bleibt. Ebenso ist das der Verlauf einer gesunden Beziehung. Ja, der Gottesbeziehung, das Heranreifen. Kurze persönliche Story aus meinem Leben. Ich bin mit dem Christentum, mit der Muttermilch groß geworden. Mir fällt das sehr, sehr leicht. In meiner Wiege wurde mir schon gesagt, Jesus liebt dich und du bist gewollt. Das war sehr, sehr schön. Somit, ich bin dem auch sehr, sehr dankbar, muss ich dazu sagen. Und dann muss ich dennoch aber sagen, ist meine Gottesbeziehung, ich habe mich mit 12 taufen lassen, ist dennoch sehr, sehr unterschiedlich, wie ich jetzt lebe, wie ich jetzt bin. Das muss ich ganz gezielt sagen.
Also es gab einen Reifungsprozess, ein Erwachsenwerden auch im Glauben. Er hat sich verändert. Er hat sich verändert und das zum Guten. Und wenn man in der Bibel schaut, passiert solche Erlebnisse öfters. Wir denken an den großen, großen Propheten Elia. Er sah Feuer vom Himmel fallen. Er hat und dennoch hat er Angst danach bekommen. Hat sich verschanzt und man würde heutzutage sagen, er hat Burnout bekommen. Und danach begegnete er Gott trotzdem nochmal im leisen Säuseln. Und er machte weitere tolle Wunder. Also auch, man sieht in der Bibel selbst dieser Reifungsprozess von Menschen, von weisen Leuten, die wirklich viel mit Gott erlebt haben. Selbst die haben so einen Reifungsprozess erlebt. Das ist nicht was Modernes, das ist schon seit Anbeginn der Zeit so. Und das Besondere am Reifenwerden, am Reifwerden im Glauben, es wird nicht unbedingt weniger spannend oder es wird nicht unbedingt weniger Bedeutung, sondern das Fundament, das wir haben, das wird nur stärker. Und das ist das Fundament, Gott liebt mich. Gott liebt mich. Ich gebe jetzt ein klassisches Beispiel, weil es geht ja um die Liebe und ich nehme das Beispiel der Ehe. Ich bin zwar selber nicht verheiratet, aber ich kenne so einige Leute, die verheiratet sind. Also, zwei Menschen lernen sich kennen, ist so schön, ist cool. Und dann gibt es den Tag, dass sie heiraten werden. Das ist ganz, ganz toll, ganz arg, ein großes Erlebnis, große Erfahrung. Und dann geht es in die Ehejahre, wenn die Ehe bleibt, und diese sind oft nicht immer allzu toll, wir wissen es. Genau. Es gibt Höhen und Tiefen im Eheglauben, aber das Fundament bleibt. Und es ist in der Ehe der Zuspruch. Ja, wir lieben uns. Und selbst im tiefsten Tiefst bleibt eine Ehe bestehen. Kann eine Ehe gut bestehen bleiben? Das ist sehr, sehr schön. Und jetzt habe ich lange übers Reifen geredet. Und dann fällt uns auf, warte mal, was hat denn Jesus uns gelehrt? Was hat denn Jesus tatsächlich gesagt? Er hat diesen berühmten Satz gesagt, glaubt wie die Kinder. Warte mal, und jetzt denken wir so, glaubt wie die Kinder und reifen? Das passt jetzt aber nicht zusammen. Und schließlich steht das in 3 von den 4 Evangelien. Somit hat das schon ein Gewicht. Und ich nehme das Beispiel aus Matthäus. Ich lese das vor, Matthäus 18, 3 bis 4. Und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich des Himmels kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich des Himmels. Und da kommt es wieder, erniedrigt. Es geht um die Demut. Und das ist dieses Reifen. Das ist dieses Reifen in das Fundament, Gott liebt mich. Ein Kind weiß von der Abhängigkeit zu der Person, die diese Person in Nähe gibt und versorgt. Das weiß ein Kind. Und Jesus lädt dich ein, diese Abhängigkeit auch in dein Leben zu erlauben. Und das fordert eine ordentliche Portion Vertrauen, dich so Gott hinzugeben. Dich hinzugeben, dass du sagst, ich mache mich abhängig von dir. Und das macht ein Kind, das macht jedes Kind. Ist abhängig von der Liebe der Bezugsperson, sonst geht es ein und der Versorgung. Vers 12.
Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, aber dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Ich werde mich dann bei Gott mich erkennen. Ich werde wissen, wie Gott mich sieht. Das ist der Kern dieser Aussage. Das Bild vom Spiegel. In vielen anderen Übersetzungen steht hier vom polierten Blech. Und da muss ich mal ganz kurz meinen Hut absetzen und dem lieben Paulus Respekt zollen, wie für ein schriftlicher Genie der ist. Also, diese Bildsprache vom polierten Blech, vom Spiegel. Genau. Er benutzt einen Gegenstand, den man in der Antike oft hatte, und selbst wir benutzen heutzutage oft Spiegel, er benutzt einen Artikel, den man gut kennt. Okay. Und damals im polierten Blech hat man sich nicht so ganz gut gesehen. Man hat sich schon selber gut erkannt, deswegen konnten sich ja damals die Leute in der Antike auch schminken und auch fein und gut. Also sie haben sich schon gut erkannt, dennoch nicht allzu gut. Deswegen erwähnt er auch dazu dieses berühmte wie im Rätsel. Ich muss dazu sagen, diesen modernen Spiegel, den wir heutzutage haben, dass man sich wirklich, wirklich fein sieht, entstand erst im 16. Jahrhundert. Also wirklich weitaus später. Also wir dürfen nicht jetzt in den Spiegel denken, den wir heute Morgen uns selbst betrachtet haben. Dieser Spiegel meint er nicht. Das Spiegelbild ist ein bisschen verschwommen. Es ist nicht ganz so fein. Genau. Aber er funktionierte trotzdem wunderbar. Wir sehen uns ein Stückweise. Wir erkennen ein Stückweise. Und um dieses Erkenntnis habe ich vorhin schon angesprochen. Darauf will ich jetzt eingehen. Dreht es sich alles um dieses Erkennen. Erkennen ist einer der bedeutsamsten Begriffe in der Bibel. Und erkennen, es geht ja auch um die Liebe heute ganz, ganz viel. Und erkennen ist ein sehr, sehr, sehr intimes In-Beziehung-Sein. Ein sehr, sehr gutes Kennen. Am Anfang der Bibel steht eine etwas krasse Formulierung, aber eine sehr, sehr wichtige, um zu begreifen, wie krass Erkennen, was Erkennen so mit sich nimmt. Also, in der Bibel steht am Anfang, Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Also ein sich zutiefst verliebt sein, ein tiefes inniges Kennen. Und manchmal, stückweise, manchmal gibt es diese Momente, die ganz intim sind mit Gott, die ganz, ganz, ganz intim sind. Und dann haben wir so ein gutes Gefühl. Manchmal gibt es diese Momente, aber dann, und das kommt das jetzt das Spannende, und dann Angesicht zu Angesicht, und jetzt kommt das große Wunder und das große Paradoxe, wenn wir Gott sehen, wenn wir eines Tages den Vater im Himmel anschauen, dann wird das stückweise weggetan werden. Dann erkennen wir in Gott uns selber. Wir erkennen, wie Gott uns liebt. Wir erkennen, wer wir in Gottes Augen sind, indem wir Gott anschauen. Nicht indem wir uns selbst anschauen, sondern indem wir Gott anschauen, dann, wenn wir bei Gott sind. Und das Besondere ist, Paulus schreibt hier, ich erkannt bin. Das heißt auch, er bricht somit die Zeitform. Das heißt also, ich immer schon war. Wir erkennen dann, wenn wir wahrscheinlich sterben und bei Gott wohnen, erkennen wir, indem wir Gott anschauen, wie er uns unser ganzes Leben auf dieser Erde, als wir noch Menschen waren, wie er uns geliebt hat.
Was für ein Wunder. Was für ein wunderschöner Moment. Er liebt uns so sehr, trotz unserer Sünden, trotz unserem Körper, trotz auf dieser Erde, in der wir hier leben, liebt er uns dennoch so, so, so sehr. Und das werden wir dann erkennen, wenn wir ihn anschauen. Und das Besondere ist, warum ich nochmal auf die Zeitform hinaufschauen will, Gott liebt uns nicht erst, wenn wir im Himmelreich sind. Gott liebt uns nicht erst, wenn wir endlich gestorben sind und unser Leben hier verbracht haben. Nein, er liebt uns jetzt schon. Er kennt uns. Er hat jetzt uns schon erkannt. Wir werden sehen, wie er uns seit Anbeginn der Zeit uns immer schon so sehr geliebt hat. Jetzt Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Glaube. Glaube heißt im Lateinischen, besteht das Wort aus zwei Wörtern. Das Wort an sich heißt credere. Credere ist zusammengesetzt aus cor und dare. Und bedeutet wörtlich das Herz geben. Somit ist Glaube nicht nur ein rein rationales Denken. Glaube ist nicht nur hier oben, ich glaube an Gott, sondern es ist was, was mit deiner Person zu tun hat. Der Glauben, es liegt hier im Herzen. Hebräerbrief 11 erklärt ziemlich genau, was Glauben im Kern ist. Somit lese ich das jetzt vor. Hebräerbrief 11, 1 bis 3. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Also ich gebe mein Herz an das, was ich nicht sehe, und das ist Gott. Aber durch Glauben verstehe ich mich und meine Umwelt. Und dann gibt es die Hoffnung. Von der Hoffnung ist so einige Male in der Bibel gesprochen. Das Hoffen ist daran festhalten, dass Gott die Liebe ist. Dass Gott die Liebe ist durch Jesus Christus, die er über uns ausgegossen hat. Egal was kommt, Jesus Christus, unser Herr und unser Gott, wird immer, er ist und wird immer sitzen auf dem Thron. Das ist die Hoffnung. Die Hoffnung ist das Festhalten durch die Liebe, an der Liebe Gottes durch Jesus Christus. Und jetzt komme ich zum Schluss. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ja, die Liebe zeigt, dass man, wenn, was man glaubt und hofft nach außen. Die Liebe ist die, den Nächsten berührt. Das ist die Liebe. Die Liebe dient dem Nächsten, den Nächsten und mir selber. Und die Liebe ist, dass wir unendlich bekommen. Denn Gott ist Liebe. Und wie es das schon so schön angefangen hat, Vers 8, die Liebe hört niemals auf. Auch wenn wir es nicht immer sehen und viel Leid klagen durften, steht die Liebe immer darüber. Denn das ist unser Fundament. Amen.